Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich hoffe, ihr habt alle gestern den Reveal-Trailer zu Modern Warfare 2 gesehen für dieses Jahr. Und bevor wir da irgendwie drüber sprechen, Exclusive Ace war ja mit ein paar anderen Creatoren dort eingeladen, konnte nicht spielen, konnte aber eben einige Sachen sehen, Sequenzen sehen. Das Entwicklerstudio Infinity Ward hat den Jungs und Mädels da ein paar Sachen gezeigt, erklärt. Er hat da eine Zeichnung gemacht, die ich euch auch zeigen möchte. Habt ihr von dem Gunsmith wahrscheinlich überall schon gesehen. Ein bisschen meine Meinung äußern, was ich davon halte. Aber eine wichtige Sache, die ich vorab ganz gerne einmal loswerden möchte. Ihr wisst, ich bin seit mittlerweile eigentlich 1,5 Jahren Partner gewesen von Eneva. Eine coole Seite, die kommen irgendwie aus Litauen oder so, haben relativ günstige PlayStation-Karten. Das hat wunderbar funktioniert. Ich habe da auch gutes Geld verdient, da will ich ganz ehrlich sein, so sehr gutes Geld. Und ich weiß, ich habe jeden Monat Zahlen bekommen, weil eben ein Teil war Grundprovision und oder ein Grundgehalt sozusagen, das andere war Provision für die Werbung. Und das war für alle ein super Deal. Ihr habt profitiert, ihr habt noch ein bisschen was gespart, ihr habt mich unterstützen können direkt, es hat mich nichts gekostet, alles gut. Und wir haben einen festen Deal für das ganze Jahr. Und es ist ein sehr guter Deal für mich, der sich aber auch für Eneva deutlich bezahlt gemacht hat, weil ihr den Service für günstigere PlayStation-Karten einfach sehr krass genutzt habt. Also vielen Dank dafür. Die sind jetzt auf die wahnwitzige Idee gekommen, dass wir diesen Vertrag, den wir haben, weil jetzt Sommerzeit kommt. Im Sommer zocken die Leute weniger, gerade jetzt, wo eben Corona so ein bisschen die Lockerungen da sind, wo man wieder frei umherlaufen kann. Das ist ganz normal. Ist jedes Jahr im Sommer zocken Leute ein bisschen weniger, geben wahrscheinlich auch ein bisschen weniger für Ingame-Guthaben aus, für PlayStation-Guthaben und. Und kam jetzt auf die Idee, obwohl die Sales ganz normal sind, genauso wie immer, dass sie jetzt den Vertrag für ein paar Monate einfach ändern wollen und gesagt haben, ja, eigentlich wollen wir jetzt aktuell, und das erste Angebot war irgendwie nur noch die Hälfte zahlen und dann machen wir es aber wieder wie vorher. Dann habe ich kurz mit denen verhandelt und meinte so, nein, also gar kein Interesse dran, scheiße. Und habe ich so gedacht, nee, überhaupt nicht. Da bin ich überhaupt gar nicht der Typ für. Ich finde, wenn man so richtig geldgeil wird, weil man irgendwo sieht, dass man eine Möglichkeit hat, noch mehr Geld zu verdienen, dann stinkt das. Und dann haben die halt fast schon drum gebettelt und meinten dann, ja komm, okay, 50 Euro weniger, okay. Und jetzt am Ende haben sie gesagt, ja okay, dann machen wir halt diesen Monat kurz Pause und nächsten Monat geht es wieder ganz normal weiter. Und ich habe 1-2 Tage drüber nachgedacht und gesagt, ich werde meinen Vertrag dort, der bis Ende des Jahres geht, der mir gutes Geld im Monat gezahlt hat eigentlich, mit sofortiger Wirkung aufkündigen. Das heißt, ich weiß nicht, ich habe denen das schon mitgeteilt, ich habe keine Lust auf sowas. Extra irgendwo zu versuchen, Creator, und ich weiß, die arbeiten auch mit kleineren Creatoren zusammen, wo sie wahrscheinlich das Gleiche machen, den letzten Cent aus der Tasche zu holen, und habe deswegen gesagt, nee, kein Interesse. Übrigens, ich sehe aus, als hätte ich geheult, Leute. Ich habe eine scheiß Pollenallergie und die macht mich fertig dieses Jahr. Ich weiß, Cetirizin hilft, aber es macht mich so müde manchmal, dass ich es nicht immer nehmen kann. Ich habe auf jeden Fall den Vertrag mit Eneva sofort gekündigt, werde dafür keine Werbung mehr machen. Ich kann euch das auch nicht mehr uneingeschränkt empfehlen, weil das einfach ein Geschäftsgebaren ist, was mir überhaupt nicht passt als Creator. Und ihr verlasst euch darauf, dass ich euch eine ehrliche Meinung gebe über Games, über Produkte, über Sponsoren, über sonstige Sachen. Und dann kann es nicht sein, dass ich sowas einfach ignoriere und weitermache und so tue, als wenn alles gut wäre. Das heißt, Eneva als Partner werdet ihr hier als Werbung so schnell nicht mehr sehen. Das ist aufgekündigt und vorbei. Ich bin gerade in der Aufnahme. Ich mache kein Bubu. Ich habe nämlich keine Zeit, weil wegen der Aufnahme. Ich rufe dich danach an, okay? Ich liebe dich. Bis gleich. Auf jeden Fall, Eneva werdet ihr hier so als Partner nicht mehr sehen. Ich habe denen das mitgeteilt. Die sind anscheinend ein bisschen erschrocken darüber und ich verstehe es einfach nicht, weil jetzt wäre auch noch Modern Warfare 2 gekommen. Da hätten jetzt viele noch irgendwie über Eneva das Game gekauft, alles. Aber ich habe auf sowas keine Lust und ich stehe lieber gerade und verzichte auf ein paar Euro und sage dafür, nee Leute, habe ich keinen Bock drauf, habt ihr euch jetzt selber zuzuschreiben. Es gibt trotzdem eine Möglichkeit, das hatte ich mir natürlich auch schon vorher so ein bisschen überlegt, und zwar MMOGA, es ist eine deutsche Seite, beziehungsweise hier in Deutschland ist die einfach sehr bekannt. Da gibt es für euch keinen Rabatt in dem Sinne, aber bei Eneva war ja immer ein Problem, dass es diese Extragebühr gab, die immer noch zum Rabatt dann irgendwie da drauf kam. Die gibt es bei MMOGA nicht, was bedeutet, dass ihr mit PlayStation-Guthaben bei den gleichen Preisen seid, teilweise ein paar Cent sogar günstiger als bei Eneva. Da bekomme ich kein Grundgehalt oder irgendwie sowas, sondern das ist ein Affiliate-Link, den theoretisch jeder von euch mit einem YouTube- oder Twitch-Kanal irgendwie sich holen kann. Da gibt es auch keine großen Verhandlungen. Und bei allem, was ihr euch kauft, bekomme ich da 10 bzw. 15% Provision.
Das wird deutlich weniger sein als das, was ich bei Neva mit Provision und Gehalt bekommen habe, ist mir aber relativ egal. Das heißt also, ihr könnt den Link unten gerne benutzen, wenn ihr euch auf der Seite irgendwie ein bisschen vertraut machen wollt. Ich habe noch nie was Schlechtes darüber gehört und ist halt schade das Ganze, aber ich will ehrlich sein, das ist mir lieber, als da einfach mit weiterzumachen. Jetzt hat das Ganze irgendwie länger gedauert, als ich wollte, aber das war mir ehrlich gesagt ein Anliegen eigentlich, das ehrlich mit euch zu kommunizieren, weil ich weiß, dass viele von euch da sehr drauf vertrauen, was ich sage und wo ich vielleicht Empfehlungen gebe. Es gab aber gestern, kommen wir auf den Business-Teil oder mehr oder weniger Business Usual zurück, Modern Warfare 2 Reveal. Der Trailer ging 1 Minute 48 und hat, finde ich und einige andere auch, die es ein bisschen nüchterner mittlerweile betrachten, jetzt nicht so unbedingt reingehauen. Für die, die gesagt haben, was ich auch gesagt habe, grafisch ist das schon nicht so geil. Aufgenommen war das Ganze auf einer PlayStation 4. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert, warum man einen Trailer für ein neues COD, was auf Next-Gen-Konsolen auch erscheint, genauso wie auf dem PC, auf Old-Gen-Konsolen aufnimmt und präsentiert. Dazu kommt eben, dass YouTube von den Grafikeinstellungen teilweise komisch ist. Den ganzen Trailer gibt es in 4K, das sieht dann nochmal deutlich besser aus auf Twitter. Kann ich euch Charlie Intel nur empfehlen. Auf jeden Fall gab es da irgendwie so gameplay-technisch nicht so viele geile Sachen. Jetzt heute, wenn ihr das Video seht, ich muss schnell machen, seht ihr Kampagnen-Gameplay auf dem Summerfest. Das kann man restreamen, ich streame das auf Twitch. Da werden wir uns die Kampagne angucken, die da gezeigt wird. Das heißt, das erste Mal, dass wir richtig In-Game-Footage bekommen. Hoffentlich endlich auch einen Blick darauf, wie irgendwie, was für mich ein wichtiges Thema ist, Minimap und vor allen Dingen Totenstille. Wie sind die Fußschritte? Denn MW19 ist, wir haben es gestern in Herrschaft probiert, also ganz viel an dem Game ist schon durch das Map-Design kaputt gemacht worden. Plus das Design der Fußschritte, Totenstille nur als Feldaufrüstung, die nicht immer aktiv ist, das sorgt eher dafür, dass Leute sich nicht bewegen wollen und. Und ich hoffe, dass das dieses Jahr nicht so ist. Das ist eins meiner größten Ängste. Ace, also Exclusive Ace, hat aber ein bisschen mehr, als wir alle schon sehen können und hat da so eine Zeichnung sozusagen für gemacht und das ein bisschen zusammengestellt. Auf Twitter, wenn ihr das für euren Kanal nutzen wollt, solltet ihr ihn vorher einmal fragen. Ich habe ihn wie immer gefragt und er hat mir das jetzt schriftlich bei Twitter auch erlaubt. Das heißt, das Image hier ist von seinem YouTube-Kanal und wer es von euch nicht kennt, selbst wenn ihr kein Englisch sprecht, ich kann es euch nur empfehlen, der beste COD-YouTuber der Welt mit Abstand. Und er hat erklärt, dass es dieses Jahr so ist, dass wir nicht mehr 10 Aufsätze auf den Waffen haben, sondern 7 Aufsätze. Beziehungsweise 6 Aufsätze aus der oberen Kategorie und 4 Aufsätze in der unteren. Von der unteren 4 Kategorien, also das ist dann der Schaft, das ist der Receiver, da weiß ich nicht genau, was das nachher sein soll, die Magazine und die Läufe. Das sind unten die 4 Kategorien und da kann man wohl im neuen Gunsmith aus jeder dieser einzelnen Kategorien einen Aufsatz auf die Waffe tun, was 4 Aufsätze macht. Und dann gibt es noch aus der oberen Kategorie 6 Varianten und das sind dann die Griffe, die Visiere, die Munition, die Laseraufsätze, die Unterläufe und die Läufe, sowas wie ja, Schalldämpfer oder sonst was. Von diesen 6 Stück, die man da oben hat, wären ja oben 6, unten 4, also 10, kann man unten 4 festnehmen, das heißt aus jedem einen und oben, so sah das bisher aus, 3. Das bedeutet, man kommt auf 4 plus 3, wie ich eingangs erwähnt habe, 7 und kann die oberen Aufsätze von den Waffen dementsprechend so nutzen, wie man die Waffe sich bauen möchte, bleibt aber bei 7 Aufsätzen und kommt nicht mehr auf dieses Chaos, was wir in Vanguard haben mit 10 Aufsätzen. Meiner Meinung nach ist das in Vanguard unglaublich komplex und unnötig kompliziert, weil man teilweise ja schon 5 Minuten braucht, um durch die Aufsätze durchzugehen, um zu gucken, jetzt machen die auch noch was Positives und was Negatives. Wenn ich jetzt den Schaft habe, der ist minus 10% irgendwie Rückstoß, aber da hinten habe ich den Lauf mit plus 5% und das ist einfach chaotisch und scheiße. Zu diesen einzelnen Aufsätzen, die man aus den oberen Kategorien nehmen kann, so wie es aussieht, wird das bei jeder Waffe maximal 3 sein, kann man jetzt auch einen Slider wohl benutzen. Und dieser Slider sorgt dafür, dass man sehr individuell die einzelnen Waffen und Klassen, die man sich gebaut hat, nochmal auf seinen eigenen Wünsche zuschneiden kann. Ace hat da wieder so eine kleine Zeichnung sozusagen eingefügt. Ihr könnt an diesem Slider zum Beispiel bei einem Lauf entscheiden, ob der Lauf länger werden soll. Dadurch ist dann zum Beispiel in Wirklichkeit wäre, umso länger der Lauf ist, umso weniger Rückstoß hat die Waffe, weil weniger Vibrationen auf dem Griff landen.
In MB19 haben sie es aber so gemacht, umso länger der Lauf war und Vanguard ja auch, umso weniger Rückstoß hatte das. Das muss nicht realistisch sein, aber es ist ein Beispiel davon. Da könnt ihr den Slider nach oben tun, dann habt ihr eben weniger Rückstoß als Beispiel. Dafür habt ihr eine längere Aim-Down-Side-Time, also Zeit, bis man im Scope der Waffe ist. Man kann den Slider aber auch weiter nach unten tun zum Beispiel und dann hat man eben eine schnellere Aim-Down-Side-Time, dafür eine schlechtere Rückstoßkontrolle. Ein einfaches Beispiel, das wird Pro und Cons überall haben. Vielleicht irgendwie bei einem Vordergriff am einfachsten zu erklären, ganz wenig Rückstoßkontrolle, dafür seid ihr richtig schnell im Ziel drin. Dann könnt ihr den Slider aber auch wieder nach oben justieren und nach unten justieren, so dass es dann für euch, glaube ich, eigentlich auch schon Sinn macht. Da bin ich aktuell, also erstmal finde ich es gut, dass wir von diesen 10 Aufsätzen wegkommen. Ich finde, 10 Aufsätze ist absolutes Chaos, es ist unnötig verkompliziert, da sind Aufsätze, die keinen Sinn machen, da vergessen die wieder die Hälfte der Aufsätze ins Game reinzubringen, umso weniger, umso besser. Wunschdenken war von mir ehrlich gesagt, und es gab ja Gerüchte, dass man dahin zurückgeht, dass man pro Waffe 2-3 Aufsätze hat, fertig. So wie früher im BO2, BO3, irgendwie Griff, schnell ziehen, schnelles Magazin und das Ding ist durch. So wird es wohl diesmal nicht sein, ist auch in Ordnung, 7 ist besser als 10 meiner Meinung nach. Ich habe nur ein bisschen Angst davor, dass dieses mit den Slidern arbeiten unnötig kompliziert werden kann. Gerade wenn man irgendwie vielleicht Waffen nachbauen möchte und dann muss man irgendwie gucken, auf welcher Position ist der Slider jetzt und wie sieht das aus. Muss man natürlich sehen, wenn man das erste Mal den Gunsmith so live sieht, aber Ace sagt, so wird er jetzt zu 99% am Ende aussehen. Dann haben wir noch was, was irgendwie auch schon wieder so ein bisschen verüberkompliziert ist und zwar der Waffenbaum. Also es gibt für die Waffen verschiedene Bäume sozusagen und wenn ihr zum Beispiel von der M4 aus gehen dann eben einzelne Positionen weiter, könnt ihr dann eine gewisse Munition freischalten. Wenn ihr diese Munition freigeschaltet habt mit dem Waffenlevel, schaltet ihr dann ein LMG frei, was auf der M4 basiert. Mit diesem LMG schaltet ihr jetzt nächstes einen Laseraufsatz frei und ihr schaltet dann eben diesen Laseraufsatz für die M4 frei und alle Waffen, die von diesem Baum der M4 abgehen. So dass man, wenn man dann die Waffe gelevelt hat und die M5 als Beispiel jetzt die nächste Waffe leveln möchte und die im gleichen Baum ist, man die Möglichkeit hat, gleich Aufsätze, die man vorher schon erspielt hat, schon einen Griff, einen Schaft, ein Magazin, auf die Waffe raufzusetzen, die man dann erst anfängt zu leveln. Das finde ich ziemlich cool. Das Positive daran ist einfach, man fängt nicht immer mit einer nackten Waffe an und gerade mit Skill-Based Matchmaking ist das Problem, dazu gleich ein Satz noch, dass man ja in der Regel gegen gleich Gute spielt und wenn man eine relativ hohe KD hat, spielt man meistens in Lobbys mit Meta-Waffen, auch im Multiplayer und wenn man dann mit einer nackten Waffe plötzlich auftaucht, die ein schlechtes Magazin hat, schlechte Munition, schlechten Griff, dann ist das frustrierend und es nervt tierisch, diese Waffen zu leveln. Das hilft dabei, glaube ich. Allerdings dieser Baum, wie der erklärt wurde und wie der wohl umgesetzt werden soll, finde ich persönlich ultra kompliziert zum Verstehen, weil man dann ja irgendwie mal gucken muss, okay, wenn ich jetzt die Waffe zuerst level, kommt das und das. Okay, wenn das und das ist, lohnt es sich mehr mit der Waffe anzufangen. So ein bisschen kompliziert stelle ich mir das gerade vor, muss man aber auch sehen, wenn das wirklich jetzt ans Tageslicht kommt. Offene Beta ist ja zum Vorbestellen machbar, das heißt, ihr könnt theoretisch auf MMOGA gucken, ob ihr das Game vorbestellen könnt oder euer PlayStation-Guthaben mit dem Code da irgendwie kaufen. Das war clevere Werbung für den neuen Anbieter, auch nicht schlecht, Kevin. Auf jeden Fall klingt das erstmal ein bisschen kompliziert. Skill-Based Matchmaking war auch in diesem Trailer und auch in den Talks bisher anscheinend kein wirkliches Thema, aber Activision hat ja das allererste Mal dieses Jahr über Skill-Based Matchmaking gesprochen und gesagt, sie justieren es und arbeiten dran, dass es in Anführungsstrichen schwächer wird. Liebe Freunde, ich hätte genauso Bock wie ihr mal wieder auf einen sehr geilen Multiplayer, der Fun macht und ich weiß, dass viele von euch das Thema Skill-Based Matchmaking generell von der Franchise weggezogen hat und immer noch wegzieht und ich kann das zu 100.000% verstehen. Und glaubt mir, Leute, nichts würde ich lieber haben als einen Multiplayer, der viewtechnisch auf YouTube interessant ist, auf Twitch interessant ist, der mir als Spieler Spaß macht und. Aber ich werde als Creator, und da kann ich euch auch keinen Schwachsinn erzählen, schon fast gezwungen, das Game vorzubestellen, das Game zu kaufen, das Game zu spielen, es zu präsentieren und darüber zu sprechen.
Trotzdem freue ich mich ein bisschen drauf, nicht auf das Game per se an sich und auf irgendwelche leeren Versprechen, davon gab es so viele, sondern dass ich das Thema Vanguard dann einfach eh komplett abhaken kann, was ich jetzt schon gemacht habe. Ich spiele Vanguard schon seit Wochen nicht mehr, deswegen passendes Shirt auch, weil Vanguard einfach so ein richtig schlechtes COD ist und meiner Meinung nach mittlerweile ein schlechteres Call of Duty als MW19, wo ich absolut kein Fan von war. Es gab noch ganz viele neue Infos, die wir so bekommen haben, die auch wir aufschnappen, die jetzt nicht eingeladen worden sind. Ich bin meiner Größe ja sowieso noch nicht, also ob das mal passiert, warten wir mal ab. Auf jeden Fall werde ich euch die nächsten Tage weiter darüber informieren und jetzt heute Abend gucken wir uns das Läuf-Event dann an, beziehungsweise dieses Summer-Festival, wo die Kampagnenmission gezeigt wird. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Trailer bisher gehalten habt und ich hoffe, dass ihr mir das mit Ineba nicht übel nehmt, dass ich da diese Entscheidung getroffen habt. Ihr könnt natürlich ohne meinen Code da nach wie vor einkaufen, das ist, die werden euch jetzt nicht über das Ohr hauen deswegen oder so, aber ich kann damit einfach nicht irgendwie rechtens gut arbeiten und wollte ich auch nicht. Lasst gerne ein Like da auf dem Video, Leute, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ich bin raus, haut rein.